Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Pooh's Welt abgeschlossen. Party Hard. Und ja, wir sind jetzt hier in der Unterwelt-Arena. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, welches Level. 45. Okay, das könnte knapp werden. 45 wird mir ja empfohlen. Gut, erstmal gucken wir hier rein. Formeln. Schutzengel, ja. Ist doch hier fürstert. So, zack. Mehr Abwehrkraft, das könntest du jetzt gebrauchen. Wenn ich jetzt ein Dingens hätte, ein Freudenkristall, kann ich gar nicht benutzen. Was? Dann könnte ich mir sogar ein Dings herstellen, einen Kraftbrocken. Aber Schutzengel ist sowieso besser, weil Verteidigung. Magiesphäre. Ja, mein Gott, überleg ich da überhaupt. So, wenn ich mich nicht irre, dann kann man diesen Cup Dingens benutzen. Schwörungen, oder? Freunde herbeirufen alleine. Gut, dann muss ich mich mal ganz kurz hier umrüsten. Und zwar, weiß ich nicht, Situationsboost. Das zählt nicht dazu, ne? Verdammt, ich habe keine Dingens. Google Boost, Situationsboost, Erfahrungsboost. Ja, ich dachte, er würde vielleicht das hier, ne? Ja, das Limit. Gut, dann eben nicht. Müsste ich vielleicht schaffen. Wenn die ganze Zeit Rufen einsetzen können, dann ja, kein Problem. Versuchen wir einfach mal Titan Cup. Entschuldigung. Gut, dann machen wir schnell hier. Also wir rufen einfach irgendwelche Leute, wenn es notwendig ist. Ich habe Vigra. Wir kommen auch niemand. Oh mein Gott. Das war überhaupt nur mein letzter Kampf hier. Ich weiß gar nicht. Hup. Einfach durchgebohrt. Hätte ich jetzt nicht für jeden Kampf hier Dings einsetzen. Irgendwas, aber vielleicht hier aber. Gehen wir mal Peter Pan. Nein, bring mich nicht ins Wunderland. Ah, die hinterlassen keine Dings, leider. Komm da raus. Aber die hinterlassen mehr Kugeln hier. Ich habe eigentlich immer Stitch genommen und habe hier diesen Ruderangriff gemacht. Ich habe die mal viele Punkte hinterlassen. Oh, ich merke gerade, ich darf gar nicht so viel Schaden nehmen. Ich glaube, jetzt mal, wenn ich Schaden nehme, weil ich Punkte und wenn die auf null sind, dann werde ich rausgeschmissen. Ne? So irgendwie läuft das doch, glaube ich. Verdammt, habe ich gar nicht daran gedacht. Also ganz vorsichtig hier. Verreck. Oh Gott, ja genau. Nein, 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 nein. Da komm eben Peter Pan. Ich bin so blöd hier. Verreck. Blöden Berserker. Der heilt mich auch noch. Sehr gut. Schreist du eigentlich die ganze Zeit? No. Wir schaffen das doch hier locker. Oh nein, nicht die. Das Weg. Wurf. Oh Mann. So, Treffer, die sind nicht notwendig. So. Stimmt 100. Ich glaube, wir haben mit 300 gestartet. Ich weiß halt nicht. Gar nicht drauf geachtet. Aber ich nehme an, wir haben mit 300 gestartet. Weil ich nicht so ein Konter habe wie im ersten Teil.
Oh Gott. Dafür sollte man doch Stitch einsetzen. Weil man mit denen irgendwie außerhalb des Bildschirms gehen kann. Dann angreifen kann. Oh nee. Machen wir mal Genie. Warum kommt bei ihm eine Dingens? Oh genau, die wollte ich sogar. So, mach alles fertig. Ja, man ist unbesiegbar, deswegen sollte man vielleicht ausnutzen. Ach ja, übrigens, als ich Hollow Bastion Radiant Garden verlassen habe und eine neue Episode da freigeschaltet. Also irgendwas muss man da machen jetzt. Ah nein, nicht ihr. Komm, egal welche. Ja, die Viecher sind echt nervig. Den kann ich nicht so gut ausweichen. Da. Dann bin ich schnell kaputt und fertig. Mein Gott. Ja, gehen wir auf Nummer sicher lieber. Oh Gott. Da bin ich gut, dass du immer im Dings bist. In der Meisterform. Oh Gott. Oh. Voll geistesgestört, was ich hier mache. Es war der Genie getroffen. Mit einem Schuss. Aber ich glaube, ich kann danach noch eine Silhouette ranhängen. Nein. Oh Gott, der. Der wird nicht hier im letzten Moment noch falken. Hallo. Oh Gott. Wenn die Kamera so dreht, wird noch epischer aus. Gut, was kommt jetzt? Oh, Herkules, geh weg. Au! Unfair! Steine! Die Steine kommen mir im Weg, das gibt's doch nicht. Auf. Hey! Ja, voll unfair. Noch mal lieber den, ja. Kann ich zwei Kombos machen. Hey. Hey. Alter, ist gut. Hey. Früher war er gegen Blitze immun. Ah. Komm her. Denkst du denn, was du jetzt ausrichten kannst? Blüte eine. Au, Gott. Ich verliere sogar noch. Blüte, deine Jahre sind schon längst vorbei. Warum gibst du die ganze Zeit? Boom, weg mit dich. Warum gingst du hier in der ganzen Welt? Okay. Haben wir auch geschafft, sehr gut. Oh, Titanencup. Awesome. Genji Schild, oh, geil. Maestro Ring und noch mehr, was mit was ich AP erhöhen kann, sehr geil. Gut, dann schaffen wir locker noch eine Silhouette.
wenn ich die schaffe. Hi Aura, was machst du denn hier? So, Goofy kriegt das mal den Genji-Schild. Wird da wohl stärker sein, ne? Ja. Und dann gehen wir nach Akeralbare. Versuchen uns an eine Silhouette, welche, glaube ich, nicht so einfach sein wird. Wir können es ja mal versuchen. Ich sehe, dass das unmöglich ist, dann lassen wir es halt. Ja, da. Na, aber fehlen mir noch ein paar Schätze, fällt mir ein. Wo sind die? Die auch noch irgendwann einsammeln. Gut. Aber erstmal. Weiß nicht. Ich glaube, ich sollte was machen, was mir eine Resistenz gibt gegen ein bestimmtes Element. Aber ich habe schon 30, das reicht schon. Ja, mach mal. Ein abwesender sollte. Das sehe ich mir näher an. Gut. Ja, wohl nicht so schwierig sein. Oder das ist eine der nervigsten Silhouetten sogar. Aber was soll's. Und das ist ein Schild mit Eiselement. Haha, wechseln. Da wird lustig. Gut ist, wir haben das Schlimmste alles schon hinter uns. Also die ganzen Filler, die Disney-Welten und so. Es kommen nur noch geile Sachen auf uns zu. Oh Gott. Oh nein. Ja, der Typ scannt mich und ich muss da eigentlich weggehen, aber ich stelle mich da ein bisschen blöd an. Und jetzt kommt hier die Antiform. Mein größter Erzfeind in diesem Let's Play. So, komm her. Mein Gott, hat er vier Balken, merke ich gerade. Eine blöde Frage, aber du. Ja, Eis macht nichts gegen den. Restart! Geh weg von mir! Weil jedes Mal, wenn mich das Ding analysiert, geht er weg. Wird die Antiform, die dadurch erscheint, stärker. Oh nein. Nein, ich habe deinen Chat doch gerade kaputt gemacht. Gott, so ist er voll auf das Draufballern. Wie viel wir ihn schon abgezogen haben. So, komm her. Wow, das ging schnell. Komm her. Mein Gott. Oh nein. Antiform. Geh weg. Geht weit aus dem Weg. Oh nein. Was? Man kann so einen Blitz einsetzen. Da ist jetzt so Blitz eingesetzt. Aber wir machen den voll fertig. Nein. Oh Gott. Kampf ist einfach, als ich ihn in Erinnerung hatte. Nein. Das Schild schon wieder da. Auf und weg mit mir. Tragbare Rüstung sogar. Wow, das war. War extrem einfach. Was ist denn hier los gewesen? Okay. Das war einfach. Experimentierfreunde Formel und flüchtige Vision, ja. So viel dazu. Also
Kein Problem. Habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Gut. Dann machen wir jetzt das Parts. 4-5 Minuten. Hey, Aladin, warum kommt ihr immer? Obwohl Aladin hat, glaube ich, Dingens, ne? Was? Hier? Ich glaube, Aladin hat irgendwie Glücksboost und so, ne? Glücksboost, ja. Du halt nicht, ne? Goofy aber, ja. Weil irgendwo fehlt uns, glaube ich, hier noch eine Truhe. Nur eine Seite, Ruin. Ich kann mir vorstellen, das ist noch in der Wunderhöhle. Dann erstmal die Form hier abgeben. So, aber auch nicht stolz aus Eis. Ja, wir können uns wechseln Schild, glaube ich, herstellen. Ne? Warte mal, das hier herstellen. Buff, buff. Noch irgendwas, was wir verbessern können oder so? Nö. Nö. Gut, ich möchte die beiden Ton noch haben. Hallo, weißt du, wo die sind? Ich sei natürlich zwei Truhen verpasst oder so. Ja. Weil wie schnell wir fertig hauen. Dann kann man den Palast auch irgendwelche sammeln. Ja, wir haben gesagt, sehr gut. Geht weg. So, gibt's hier Truhen? Beide nicht. Könnte ja vielleicht sein. Soll ich alles kaputt machen? Aber so wie es aussieht, nicht. Der Platz hier ist voll Verschwendung. Gut. Wenn ich in 20 Minuten, also wenn ich die 20 Minuten erreiche und hier nicht die Dinge gefunden habe, dann haben wir ab. Oh Gott, weg, geh weg. Ich verknopp euch mit dem Skateboard, ja. Ah ja, da hinten ist ein Dings. Ein Puzzleteil. So, kann man jetzt bald mal irgendein Puzzle wieder vervollständigen? Da will ich, glaube ich, nein, da will ich nicht hin. Ich will zur Wunderhöhle. Ist ja ganz am Ende sein, ne? Was? Ihr habt was zu sagen. Wie düst einfach mit seinem Schiff gegen Skateboard. So, euch muss ich erledigen. Wegen Kristalle. Ja, Goofy kann die aufhalten mit seinen Angriffen. Ich krieg die Krise. Wart. So, weiter. Nee, kein Bock. Will er was erreichen noch? Aber wir haben schon mal, wir haben verdammt noch mal wechseln erledigt. Ich kann mich auch da unten hin teleportieren, oder? Ja, super. Extra noch mal so machen. Ja, okay, dann machen wir das eben. Machen wir eben ganz schnell. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle Dings schon hier haben, alle Puzzleteile. Aber ich glaube, ich muss das noch mal machen, um überhaupt nach unten zu kommen, ne?
kommt weiter, schneller, schneller, schneller. Wenn ich Zeit verschwenden, ja. Oh, Goofy hat Level ab. Oh, oh Gott, dann wird mir verschwindlich. Du lädst dich auf hier. Normalerweise kann man sich mit den Dingern da irgendwie ja teleportieren, oder? Stehe ich, warum das hier nicht gegen. Das ist der letzte Kampf. Ach nee, da ist schon der Ausgang. Ich sehe schon. So, da ging schnell. So, und da ist auch noch irgendwas anderes, aber das ist im Moment unwichtig. Da müssen wir später drauf zurückkommen. Hi, wer bist du denn? Nein, ich beginne noch kein Duell. Weiß aber gar nicht, was das ist. Ja, das ist ein Thron. So, wir müssen jetzt die letzten beiden Thron sein. 1, Apelitamin, hat sich gelohnt. Und 2. Ein Freudenstein. Und da ist sogar noch ein Dingens. Ein Puzzleteil, gut. Dann kann ich heute hier den Part beenden. Wir haben alle Schätze ja, glaube ich, ne? Sag mal, ja. Wir haben noch Aufgaben und so, lass mal das. Und dann, ich muss auch mal alles hier abchecken. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.